Zusage. Es war natürlich schon eine Freude zum Anstoßen. Da halten mich tatsächlich manche für ja, ein bisschen wahnsinnig, wenn ich nach 14 Stunden körperlicher Arbeit ins Ringertraining fahre. Aber für mich ist das einfach mein Ausgleich. Heute werden auf der Baustelle die Gerüste für die Gewächshäuser aufgebaut. Servus. Es ist vereinbart, dass Andi mithilft. So ist es günstiger, weil weniger Monteure gebraucht werden. Später Nachmittag. Auch wenn viel zu tun ist, fährt er zum Ausgleich jeden Donnerstag in den Nachbarort zum Ringertraining. Deswegen ist es mal so wichtig, dass ich da irgendwo ja, aus diesem Hamsterradl daheim mal kurz ausbrechen kann, wenn es bloß für 2 Stunden ist. Und halt einfach meinem Hobby, meinem Sport nachgehen kann. Jetzt hat sich ja tatsächlich bei uns in Neifern eine Situation aufgetan. Wir haben auch Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Amir und Alisha waren in der Ukraine auf einer Ringerschule. Andi nimmt sie heute mit. So habe ich mich dann jetzt selber ein bisschen dazu verpflichtet gefühlt, mit denen ins Schülertraining zu gehen, die mitzunehmen und ihnen da ein bisschen einen Anschluss zu geben. Ja, ich bin einmal Partner vom Alisha, aber andererseits werde ich ja die Trainer ein bisschen unterstützen. Los geht's mit Aufwärmen. Seit der ersten Klasse trainiert Andi hier beim SV Siegfried in Hallbergmoos. Und Alisha aus der Ukraine kann hier sein Hobby weitermachen. Beim Ringen geht's darum, den Gegner mit den Schultern auf die Matte zu bringen. Für mich ist das wie eine Droge. Das braucht man irgendwie. Ja. Das ist halt mein Laster und ja, andere verstehen das nicht. Aber ja, wenn man da mal so intensiv drin ist, dann braucht man das irgendwie. Fertig machen und los! Als Jugendlicher hatte Andi den Traum, professionell zu ringen. Mit der Brauerei und der Landwirtschaft hat er dann aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Da bin ich tatsächlich manchmal ein bisschen wehmütig und sinniere drüber, wie das wohl gekommen wäre, wenn ich den Schritt des Landwirts, wenn der nicht so kummer war. Aber auf der anderen Seite, mit der Natur zum Arbeiten, früh in der Natur draußen zum Sein, ich glaube, diese Wertigkeit übersteigt das, was ich vielleicht durch mehr Sport gehabt hätte. Auf der Baustelle geht's weiter mit den Gewächshäusern. Letzte Woche wurden Bodenplatten betoniert, damit Pflüglers beim Arbeiten nicht in der Erde stehen. Heute soll die Folie aufs Dach gespannt werden. Es ist nicht viel Zeit. Wir schauen, dass wir jetzt eine Folie aufbringen, weil ab 10 Uhr meldet der Unwetter und ziemlich Sturm. Das sind zweimal um die 700 Quadratmeter Folie. Wenn der Wind da reinpfeift beim Ausfalten, dann kann es passieren, dass die Folie wegfliegt. Wir gehen auf. Seid ihr soweit? Beeilung. Wenn es beim Folieziehen windet, wird es schwierig. Caro wird auch eingespannt. Pflüglers haben sich für eine doppelte Folie entschieden. Zwischen die 0,2 mm dünnen Schichten wird Luft geblasen. Das wirkt wie eine Linse, sodass sich bei Sonnenschein das Gewächshaus erwärmt. Hauptaugenmerk ist eigentlich, dass wir ohne Heizung auskommen wollen. Und unsere Tomaten, Paprika, Gurken, die werden wir nicht wie große Gemüsebaubetriebe im Januar schon einpflanzen, sondern eigentlich erst, wenn der größte Frost oder die größte Kälte vorbei ist. Die Gewächshäuser werden mit der zentralen Hackschnitzelheizung verbunden. Und weil Pflügler sie nur in Einzelfällen beheizen wollen, sind hohe Energiepreise kein großes Problem. Langsam frischt der Wind auf. Jetzt muss die Folie gleichmäßig befestigt werden. Und hopp! Gut, passt. Wenn das jetzt eingeklemmt ist und da ein paar Klipse drin sind wie beim Berg, dann kann nichts mehr passieren. Die Isolation soll wesentlich besser sein als bei einem Haus aus Glas. Kritiker könnten natürlich auch sagen, ja, da machen wir einen auf nachhaltig im Hofladen, plastikfrei und so weiter. Und jetzt haben wir da eine riesengroße Folie drauf. Aber ich glaube, dass man mit der Folie gegenüber einer Glas
Haut einfach so große Energieeinsparnisse hat, dass das, glaube ich, das wieder wettmacht. 8 bis 10 Jahre hält so eine Folie im Schnitt. Laut Gewächshausbauer ist sie so robust, dass sie sogar den meisten Hagel aushält. Die haben einen guten aufgekriegt, Adi. Ha? Und jetzt ist auch der Wind da. Also jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da noch Erde reinkriegen, dass das da alles wachsen kann. Und die hat aber der Andi schon organisiert. Also wir dann erst einen Kompost rein und vermischen das ein bisschen mit unserer Erde. Dann wollen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich Radiesel und Salat, Kohlrabi unterkriegen. Bevor die Saison richtig startet, gibt es eine sehr erfreuliche Nachricht für Pflüglers. Vor ein paar Tagen haben wir einen Brief bekommen und da stand drin, dass wir tatsächlich eine beantragte Förderung genehmigt bekommen haben. Genau. Das ist eine LIDA-Förderung, nennt sich die. Die hat jetzt eigentlich gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Es ist keine landwirtschaftliche Förderung, sondern da geht es ein bisschen um die Förderung von gesellschaftlich wertvollen Projekten. Und betrifft das Multifunktionsgebäude, in dem Pflüglers ihren Hofladen, die Brauerei und den Saal für Bildungsveranstaltungen unterbringen wollen. Maximal 200.000 Euro ist der Förderbetrag. Also wir schöpfen eigentlich, wenn alles gut geht, die volle Förderung aus. Die lokale Aktionsgruppe Mittlere Isar-Region unterstützt Pflüglers, damit das Geld auch wirklich ausgezahlt wird. Hey, servus. Also ist eben drin, dass alles, was ab 10.000 Euro ist, müssen Sie einen Angebotsvergleich machen. Für größere Aufträge müssen Sie 3 Angebote einholen und begründen, für welches Sie sich entscheiden. Naja, was bedeutet es, dass wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt geschafft haben, aber dass wir uns jetzt zusammenreißen müssen, dass wir alle bürokratischen Auflagen erfüllen, dass wir dann die Förderung auch überwiesen bekommen. Neben Papierkram und Baustelle starten sie auch endlich wieder in die neue Anbausaison. Aber in den Osterferien ist es wieder richtig kalt geworden. Ob die Salatpflänzchen das überleben werden? Pflüglers müssen sie mit einem Vlies gegen den Nachtfrost abdecken. Wir arbeiten und leben mit dem Wetter und das Wetter kann niemand beeinflussen und das ist auch gut so. Und deswegen müssen wir es einfach so nehmen, wie es kommt. Und mit dem Arbeiten. Und es ist ja eigentlich auch schön, wenn nicht jedes Jahr gleich ist. Und sie werden dieses Jahr viel Neues anzupacken haben. Bald ziehen die Hühner ein. Und auch auf der Megabaustelle lassen die Überraschungen nicht auf sich warten. So, das war's jetzt erstmal von uns mit der zweiten Staffel. Wenn ihr alle Folgen sehen wollt, dann klickt euch einfach nur mal durch die Mediathek oder abonniert direkt den Kanal. Und dann erfahrt ihr natürlich auch, wann es mit der dritten Staffel weitergeht.